Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Super Panda Adventures. Wir haben das letzte Mal hier den roten Schlüssel hier bekommen und können jetzt in diesem komischen Blechhaufengebiet hier ein bisschen weiter vordringen. Und zwar gibt es hier jetzt eine rote Tür, die wir durch können. Wir haben das letzte Mal mit einem einen Bosskampf gehabt, mit diesen komischen Roboter-Heini-Typen da. So, wir speichern hier mal ab. Ja, nee, das war klar, dass du mir irgendwie so vertikal schießt. Das war so sonnenklar. So. Okay. Oh, oh. Okay. Nichts passiert. Uah. Drücke aus Panik alle Knöpfe, die ich auf meinem Controller habe. Sollte ich eventuell etwas in den Griff bekommen, ne? Nein. Du lässt mich mal hier. Hier ist wieder eine Sherry. Das ist doof. Weil bei einer Sherry denke ich gleich immer an Bosskampf. Wir lassen die Sherry einfach mal dort, weil die bringt ja nichts außer Regeneration. Die brauchen wir noch nicht. Du verdammtes Hühnchen! So. Brauchen wir auch nicht. Alles hier. Brauchen wir nicht. Willy Wonka brauchen wir auch nicht. So. Nein. Du schießt auch auf mich nicht. Jetzt hört doch mal auf. Wir sind eh schon gegen Ende des Spiels. Ui. Also hört auf, euch hier so ein bisschen aufzu... aufzuplustern. Das bringt mich hier gar nicht. So, wir sehen ja schon, es ist nur ein kleiner Fortschritt, der uns hier noch fehlt. Und wir brauchen wieder einen blauen Schlüssel. Nein! So. Lass das einfach. Ich habe keine Mana mehr. Unglaublich, ich habe keine Mana mehr. Dafür haben wir hier XP und einen blauen Schlüssel. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, gelber Schlüssel. Also dieses Level ist wahrscheinlich nicht so lang, aber ich finde es halt lustig, dass jetzt einem schon quasi die Schlüssel nachgeworfen werden. Nein. So, lass dich mal in Ruhe. Ging es hier nach oben? Nee. Okay, wir müssen hier irgendwas aktivieren, um an den gelben Schlüssel zu kommen. Jason brauchen wir hier nicht. Seinen Suppenhuhn auch nicht. Oh, oh. Was wurde hier geöffnet? Das hier und das? Das noch nicht. Okay. Der gelbe Schlüssel wurde noch nicht geöffnet. So, toll. Wir haben so einen Apfel. Mann, die Hühner gehen mir so auf den Keks. Die sehen aus wie die Angry Birds. Ganz im Ernst. Dich mache ich auch mal K.O. Nur für alle Fälle. Nein. Du bist viel zu eingebildet. Du kriegst mich nicht. Hallo Jason. Weißt du nicht, was hier geholfen hat, Jason zu erledigen, aber irgendwas... Wow! Panik. Pure Panik. Jason! Du auch hier? Piu!
wir haben wieder ein Level Up. Also, was leveln wir? Ich würde sagen, das hier. Ach kommt, wir werden mal diesen Drachen-Dingsbums hier mal leveln. Das erscheint mir wesentlich wichtiger als alles andere. Hier oben habe ich ja diese komischen Monde hier gesehen. Mensch! Ah! Ich will doch nur hier hoch! Das will ich und dann könnt ihr euch verpfeifen, meinetwegen. Tschüss! So, ein Ding hole ich mir. Es ging mir nur um die Punkte, also lasst mich jetzt mal in Ruhe. Nein. Perfekt. Ist jetzt kaputt. Jetzt bin ich gespannt. Pff. Was das wert? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist schon wieder der Typ. Habe ich dich nicht gerade zerstört? Ja, wir hatten einen guten Kampf und du bist der Gewinner. Gratuliere. Das heißt, du bist ein Replikat? Wie viele von euch hässlichen Roboterpiraten gibt es denn? Zu viele, um gegen uns alle zu kämpfen. Und wir alle teilen uns denselben Gedanken, egal wie viele du zerstörst. Also ist das einzige Mittel gegen euch Roboter, euren Meister zu bezwingen, die allstehende KI. Was? Nein, das wäre doch total, dämlich. Ha! Erwischt, ich habe nur geraten, aber scheinbar ist das eure Schwachstelle. Nein, das ist nicht wahr. Komm schon, kämpfen wir noch ein bisschen. Sorry, ich habe keine Zeit. Ich muss die allstehende KI besiegen und eine liebenswerte Prinzessin retten. Bis dann. So, die Frage ist, was? Sprich mit Tyler in der Schäfchenzone über die allstehende KI. Ich soll jetzt mit Tyler wieder sprechen? Das heißt, ich soll wieder nach Schneewittchenland? Anscheinend. Schneewittchen, ich komme. Onkel Bob? So, ich würde noch in den Shop gehen und mir weitere EXP holen. Okay, mehr habe ich nicht. Mehr kriege ich auch nicht. Perfekt. So, schnell in die Rakete und ab die Mob. Ab die Mob. Ab die Mob. Ab die Mob-Post. Schäfchenzone, Schäfchenzone. Taylor ist hier unten nirgendwo. Da bist du ja. Sprich. Gut, Fu. Fu, gut dich zu treffen. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber die Roboter drehen schön durch. Ich tue nur, was ich für richtig, ich kann nicht mehr lesen. Ich tue nur, was sich für mich richtig anfühlt, mehr nicht. Was auch immer du tust, man hört Gerüchte, dass du eine Art legendärer Held bist. Ich bin nur ein Panda. Was hast du nun vor? Die Roboter werden nicht aufhören, bevor ich ihren Meister bezwungen habe, die allsehende KI. Ich hörte Geschichten über Legenden von sowas. Wenn es sowas wirklich gibt, dann nur in der goldenen Fabrik. Die goldene Fabrik? Ja, niemand darf sie betreten. Und selbst wenn, brauchst du eine goldene Schlüsselkarte für das Zentrum. Goldene Fabrik, goldene Schlüsselkarte scheint das große Finale zu sein. Wir sehen uns, Tyler. Okay, das heißt, das wird wahrscheinlich unser Irgendwo-Finale sein. Unser Irgendwo-Finale. Toll Deutsch. Goldene Fabrik. Können wir nochmal mit diesen komischen Typen hier reden? Okay, der wünscht uns nur viel Glück. Was haben die Schäfchen zu sagen? Ja, die Schäfchen, die haben nur eins im Sinn. Doof zu sein. So, letztes Gebiet. Goldene Fabrik. Zumindest scheint sie schön. Okay. Was ist das?
Dieser Obelisk öffnet den Weg ins Zentrum. Ich brauche die goldene Schlüsselkarte, um ihn zu aktivieren. Okay, hier ist eine Tür. Ich gehe mal hier lang. Jetzt lasst mich doch mal bei. Alle beide, ganz im Ernst. So. Guck mal hier mich um. Okay, hier ist nichts. Es scheint nur sehr schön. Oh oh. Okay, ein kleiner Weg, den wir jetzt freigeschaltet haben. Nichts Besonderes, aber ich bin gespannt. Wo führt uns das Ganze jetzt hin? Die Musik. Auf damit! Und dann springe ich ihm noch auf den Kopf. Los! Stech dich! Ich stech dich mit meinem Besen um. Okay, das sieht... Ja, ich sehe schon, dass es ein großer Raum ist. Ich könnte ich weiter, aber ich muss gucken, was es hier unten gibt. Okay. Stacheln. Die gibt es hier. Okay, weiter nach oben geht's hier nicht. Oder bin ich hier oben schon gewesen? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier waren die Gegner. Jedes Mal, wenn ich in einem neuen Gebiet bin, bin ich komplett verwirrt. Also so mega. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Ich hab doch nach einem geheimen Schlüssel gesucht, der sich eventuell bei diesen Stacheln dort irgendwo noch befindet. Und nur eventuell. Nein! Meine Güte! Ich bin jetzt noch ein bisschen sprachlos, weil ich eben grüble, wo es wo weitergehen könnte. So, ich sehe hier schon oben Schlüssel. Ja, Speedy, deine Dienste sind hier nicht mehr erwünscht. So, den gelben Schlüssel haben wir jetzt. Bedeutet das, dass ich jetzt komplett zurück muss oder so? Kann ich auch auf der Map hier irgendwie so rumlaufen? Okay, gelber Schlüssel. Wahrscheinlich ist das eine Abkürzung oder so. Auf jeden Fall ist es was Neues. Ich verliere hier so ein bisschen an Leben, weil ich ungeduldig bin. Das gebe ich auch zu. Oh. Ich bin durch Jason gesprungen, habe keinen Schaden genommen. So wie ich gesehen habe. Wie unlogisch ist das denn? Aber nun ja. Oh Gott, diese Maschine kann sogar durch den... die Wand hier schießen. Schnell weg. Oha. Das war knapp. Ah, wir haben gleich das nächste Level ab. Fällt mir gerade so ein bisschen auf. Lass mich. Okay, gut. Was kommt hier? Ein Willy Wonka. Na mach schon. Ich vergesse immer, dass die ein bisschen zu viel Kraft haben. Ich vergleiche sie immer mit diesen Jasons, aber diese Jasons haben weniger Leben als die Willy Wonkas. Doof. Doof, doof, doof. So, jetzt kommen wir hier durch. Ich folge einfach den Weg, also dem Weg da, weil ansonsten gibt es hier ja nichts. Okay.
Sieht aber ziemlich leer aus, meiner Meinung nach. So, dann werden wir jetzt mal das hier leveln. Und den Schaden der Schuriken, den erhöhen wir jetzt einfach mal. So, wir sind jetzt hier am Anfang. Was? Was war denn das hier gerade? Das reicht's. Zu dritt fliegt ihr einfach. So einfach ist das, wenn ihr euch nicht benehmen könnt. Ich möchte die Münzen alle noch haben, ne? Also nicht das Spiel, nicht, dass sich das Spiel denkt, ha? Jetzt hat sie die Hälfte der Coins ausgelassen. Nee, ich hole sie mir. Auch wenn ich das offscreen machen muss, weil es zu langweilig wird oder so. Ich werde das machen. Ihr werdet schon sehen. So. Was? Wisst ihr was? Ich switche schnell auf diesen Drachensprung da. Weil... Oh! Weil ich es kann. Mann! So einfach geht das. So. Nochmal EXP. Speichere mal hier ab. Ich möchte diese Coins haben. Okay. Das ist doch unglaublich, was ich hier mache. Totale Zeitverschwendung. Aber ich wollte die Coins einfach alle haben. Ich möchte mir EXP davon jetzt noch holen. Falls das geht. Nee. Das ist aber auch Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Okay. Das geht ja schnell, was wir hier machen. Okay. Passt. Wir müssen ja im Prinzip ja nichts mehr freischalten oder so. Sondern einfach nur den Weg zurück. Wobei, wir brauchen auch den blauen Schlüssel. Und die goldene Schlüsselkarte. Stimmt. Dann einmal hier. Ja, ist klar. Manieren gibt's hier nicht, ne. Was erwartet man von Robotern? Ganz im Ernst, Dixrack, was denkst du dir da eigentlich? Da oben sind viele Lebenspunkte. Uah! Ach, hier waren wir. Ach, da ist das aufgegangen. Ich dachte mir schon. Hä? So einfach geht das. So. Okay, da oben ist jetzt der Weg jetzt mal zu. Das ist auch witzig. Die einen Wege gehen auf, die anderen gehen zu. Tschüss, Spitznasius. So, ich bin jetzt gespannt. Wetten, unten sind irgendwelche Stacheln oder so. Kommen wir da nicht durch. Du, lass den Schild. Lass ihn einfach. Kapiert? Ich drücke, anstatt ihn anzugreifen, drücke ich nach unten, damit der Schild bei mir angeht. Unglaublich. Okay. Einfach nach unten. Ein Moment. Kann ich bitte... Genau das wollte ich. Das hätte ich jetzt übersehen. Hier gibt es jede Menge Vorräte. Hopp. Die ich jetzt übersehen hätte. Das gefällt mir nicht. Wenn ich schon was sammeln kann, dann möchte ich alles haben. Sopp. Oh Gott. Doch. So, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, hier geht die Wand auf. Genau. Und was ist hier? Ah, okay. Oh Gott. Das muss wahrscheinlich der Weg sein zu dieser goldenen Schlüsselkarte.
Oder zum blauen Schlüssel. Ja, ja, ist schon klar. Ihr mögt mich nicht. Bah! Schon wieder drücke ich aufs Schuriken anstatt. Cool. Da ist wieder eine komische Tür. Okay, folgen wir mal diesen komischen Dingen da. Ein geheimes Level. Das war typisch X-Rack. Okay. Du schon wieder. Los, lass mich dahin. Oh nein. Doch nicht so. Ich bin still, weil ich einfach nur wirklich neugierig bin, was hier gleich passiert. Oh oh. Okay, das ist wieder mal sowas. Es war aber schon klar, dass sowas kommt. Die goldene Schlüsselkarte. Wie toll ist das denn? 1, 2. So. Aha. Gut, dann machen wir das hier mal an. Dieser Obelisk öffnet den Weg zum Zentrum, bla bla bla. Ach, Wetten, das war... Was? Wetten, das war... nur... die Hälfte davon? Momentchen mal. Was? Wette die Prinzessin Mayas der goldenen Fabrik. Finde die goldene Schlüsselkarte für das Zentrum. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ach, die goldene Schlüsselkarte ist das Ding. Ah. Kann ich hier rüber auf die andere Seite? Geht das? Genau da, zu dieser Seite da. Wie komme ich denn da hin? Komm ich da rüber? Nee. Ich muss zurück. Denn es ist so eine Sackgasse hier. Wenn ich hier mal runterfliege, dann gibt es hier keinen Rückweg mehr. Okay. Leider, leider. Okay, jetzt ist die Frage. Hier war doch auch irgendwo... eine blaue Tür. Okay, das hat sich erledigt. Hier komme ich nicht mehr hoch. Ja, ich könnte mich hier noch mal ein bisschen fallen lassen. Ich werde jetzt einfach mal nach irgendwas suchen, was mir hilft. Mann! Da ist der blaue Schlüssel. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Scheint es ja nichts irgendwie Hilfreiches mir zu geben. Oder ist es das? Nee. Das ist das Gebiet, wo mich die goldene Schlüsselkarte dann hinführen soll. So ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Ich hier wahrscheinlich auch nach unten gehen. Ja, okay. Ich möchte aber hier hoch. Gut, dann gehe ich ja mal hier lang. Also ich meine, ich habe ja keine andere Wahl. Da kann ich noch hier hin. Da geht's nicht lang. Ja, da ist blau. Ganz genau, da ist blau. Okay, da sind wir das letzte Mal hin. Durch diese Plattform da. Dann gehen wir mal dieses Mal hier nach unten. Ja, das ist was ich noch nicht gesehen habe.
Okay. Mond? Wasser. Ah, okay, okay. Ein Wassergebiet. Ah, wie nett. Das ist hübsch, das ist nett. Das gefällt mir. Ein Wasserlevel. Endlich auch irgendwo ein Level, wo man wirklich diesen Seepferdchen-Skill überhaupt braucht. Weil ansonsten hatte man ja nur ein paar Wasserlacken eigentlich in diesem ganzen Spiel. Und ansonsten gab es hier gar nichts. So. Erstmal überall hin. Okay. Gut, das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Perfekt. Wie gesagt, ich bin gerade total am Staunen. Also deswegen sage ich jetzt gerade überhaupt nichts. Was? Bin ich wieder in dem gleichen Durchgang jetzt irgendwie gelandet? Ich hoffe nicht. Nee, bin ich nicht. Keine Sorge, X-Rack. Keine Sorge. Okay, perfekt. So, blauer Schlüssel. Und wir hatten noch hier irgendwo eine blaue Tür. Oder? Wo war die blaue Tür? Da. Lass mich, Spitznasius. Ich möchte... Was? Panda. Da. Genau da. Kriegst mich nicht, ich krieg mich alle nicht, wenn ihr so weitermacht. Habe ich eventuell etwas verpasst? Hier runter hätte ich nicht können, oder? Doch. Einen Moment. Toll. Ich krieg dennoch Schaden ab. Ach, das ist doof. Das ist doof, was ich gerade mache. Das ist doof gerade, was ich mache, weil ich bin hier schon gewesen. Hier ist doch der Eingang zu dieser blauen Tür. Und ich dachte ja schon, dass ich irgendwas verpassen würde, weil. Okay. Ja, ich kriege hier ein bisschen Schaden ab, weil ich doof bin. Und zwar ziemlich... Okay, Schalter. Okay, dieses Mal zumindest... Oh, habe ich alle Coins bekommen. Nein. Bop. Gut, zumindest ein bisschen HPs. Spitznasen brauchen wir auch nicht. Geräusch. Das Geräusch. Brumm. So, perfekt. Aber wie man, glaube ich, sehen kann, man müsste, glaube ich, man müsste leveln, um wirklich alles auf maximal zu bekommen, oder? Also ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen werden, wirklich alles zu leveln. Obwohl das Spiel viel, sage ich mal, hergibt, meiner Meinung nach. Also viele Upgrade-Möglichkeiten und. Aha. Und die zweite Schlüsselkarte. Et voilà. Ich hole mir noch Punkte da. Goldene Schlüsselkarte. Perfekt. So. Somit sind wir hier auf der anderen Seite. Ich knall hier nur noch schnell ein paar Gegner hier mal kaputt. Damit wir hier zu diesem Level abkommen.
komm schon. Nur noch ein bisschen. Okay, da wollen die Gegner anscheinend nicht. Mich wundert es ja auch nicht, aber ich brauche ein paar Gegner. Ja, EXP-Bonus, der interessiert mich jetzt recht wenig. Na gut. Ach, lassen wir das einfach mal. So, ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert. Okay, ein bisschen den Frame einstürzt. Wir sind auf 30 Frames gerade. Es könnte sein, dass hier gleich irgendwas passiert und deswegen das so ist. Da ist die Prinzessin. Wetten, hier kommt wieder so ein Bananentyp. Das ist aber doof, dass ich jetzt auf 30 Frames runtergedackelt, gewackelt bin. Denn wenn ich hier gegen einen Boss kämpfen soll, wird es ein bisschen schwer sein. Aber ich gucke mal, gibt es hier noch was? Ja. Prinzessin, Flieg und Sieg. Puh. Oh, puh, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Jetzt weiß ich, warum du das Hauptziel bist. Du bist die süßeste Prinzessin, die es gibt. Gott, wie naiv so ein bisschen. Ja, ja. Wenn das nicht die... Was? Wer spricht denn da? Ach, die Maschine. Ja, ja, wenn das nicht der eine Panda ist, der so viel Chaos in meiner Weltordnung anstellt. Da bist du ja. Schien etwas seltsam, so eine riesige fliegende Pyramide mitten im Raum. Und jetzt, da du meine Macht kennst, möchtest du mit mir verhandeln, wie der Rest von dir stimmt? Einen Handel mit dir? Niemals. Du kannst nichts bieten. Du bist eindeutig böse und ich beende diesen Betrug. Aber willst du nicht meine Seite der Geschichte hören und meine Pläne? Ich habe einiges vorbereitet. Nein, ich bin nicht im geringsten an deinem Gebrabbel interessiert. Es endet jetzt für dich und das war's dann. Das Universum gehört mir und ich werde dich für deine Schandtaten bestrafen, Panda. Dies ist dein Ende. Toll. Okay. Oh, was ist das? Illuminati! Bla 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 bla. Okay, meine FPS, die spinnen komplett. Ein Moment, wir haben Level Up. Wenn jetzt mal sofort die Schuriken aufwerten. Kann man dich? Gott, was ist das? Bla 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 bla, ja, ja. Okay, ich bin tot. Okay, ich bin tot. An dieser Stelle würde ich sagen, wir werden erst das nächste Mal den Bosskampf hier ausprobieren, denn ich bin ein bisschen gerade überfordert. Erst die ganze Sache mit der Sucherei in diesem Level und ich bin schon total gespannt und jetzt kommt noch so ein Endgegner. Um Gottes Willen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn ich muss kurz eine Pause machen und dann besiegen wir diese Kackpyramide. Also, bis dann.